Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Vor der Kommunion, bevor wir die Eucharistie empfangen, können wir ein Gebet sprechen, das heißt: Kommt und seht, wie gütig der Herr ist. Und dieses Wort geht auch auf eine Einladung Jesu im Johannesevangelium zurück, wenn er sagt: Kommt und esst. Jesus ist der Einladende zu jedem Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst nicht, um uns selbst zu beweihräuchern oder zu feiern, sondern weil Jesus Christus in der Mitte steht, dem wir anbeten dürfen, dem wir begegnen können, der das Wort des Lebens zu uns spricht. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir uns über einen Priester ärgern, über eine schlecht singende Gemeinde oder sonst irgendwelche Äußerlichkeiten im Gottesdienst. Jesus lädt uns ein, so wie wir sind. Und als solche dürfen wir zusammenkommen und uns um ihn versammeln. Immer, wenn wir Gottesdienst feiern, immer, wenn wir beten, spricht er zu uns: Kommt und esst. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr Jesus Christus, du lädst uns ein zum Gebet. Du lädst uns ein zur Begegnung mit dir. Jeden Tag zeigst du mir deine Nähe und auch ich darf Menschen in deinem Namen einladen, zu dir zu kommen und mit dir zu leben, dich anzubeten und mit dir Gottesdienst zu feiern. Führe uns heute durch diese Nacht und gib mir die Kraft, auch morgen deine Einladung anzunehmen, dir zu folgen, dich anzubeten und mit dir den Weg des Lebens zu gehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.